Grüß Gott und willkommen zu Glaubenskompass. Sie war eine Philosophin und Frauenrechtlerin jüdischer Herkunft, später katholische Ordensfrau. Sie wurde Opfer des Holocaust und wird von der katholischen Kirche als Heilige, Europapatronin und Brückenbauerin verehrt. Die 1891 im schlesischen Breslau geborene Edith Stein war in vielerlei Beziehung eine außergewöhnliche Frau. Über sie wollen wir heute sprechen mit der Autorin Dr. Vicky Ranf. Grüß Gott, herzlich willkommen. Grüß Gott und danke für die Einladung. Frau Dr. Ranf, die heilige Edith Stein beschäftigt Sie persönlich schon lange. Was fasziniert Sie an dieser Frau? Vor allen Dingen der Aspekt der beständigen Wahrheitssuche über alle Wechsel und Wandlungen der Weltanschauung hinweg. Dem Wahrheitsgedanken bleibt sie treu. Gehen wir mal in ihr Leben hinein. Edith Stein wurde 1891 in Breslau geboren, in eine jüdische Familie hinein. Was ist wichtig? Was muss man über ihre Jugend- und Kindertage wissen, um sie zu verstehen? Vor allen Dingen hat sie einen sehr engen Kontakt zu ihrer Mutter, die sehr vom jüdischen Glauben geprägt war und auch eine willensstarke Frau war. Und Edith Stein selber hat diese Eigenschaften zunächst für sich übernommen und hat das verbunden mit einer intellektuellen, also als Kind auch schon geistig interessierten Weise, die aber auch mit der Lebenspraxis verbunden wird, zunehmend. Also man kann sagen, sie war hochbegabt, sie war so etwas wie eine Intellektuelle, würde man heute sagen. Sie hat dann angefangen zu studieren, Psychologie, Philosophie und Geschichte in drei verschiedenen Städten. Ich glaube Göttingen, Freiburg und Breslau eben. Was ist aus dieser Zeit bekannt? Was hat sie da geprägt? Ja, vor allem dieser Aspekt der Wahrheitssuche wird sehr deutlich. Sie fängt an, in Breslau vor allem Psychologie zu studieren, weil sie sich für den Menschen interessiert und kommt dann aber dahin zu erkennen, dass die Psychologie seelenlos sei in ihrer Zeit und wendet sich stärker der Philosophie zu, um die Wahrheit über den Menschen in der Philosophie zu finden und stößt dann auf Edmund Husserl, den Philosophen, dem sie dann nachwandert regelrecht, dadurch, dass sie zuerst nach Göttingen geht, um bei Husserl zu studieren und dann mit Husserl zusammen nach Freiburg, wo sie ihr Studium mit dem Doktorat abschließt. Man könnte also aus heutiger Sicht sagen, sie war so etwas wie eine moderne Frau und sie war ja auch, würde man heute sagen, eine Frauenrechtlerin. Was waren denn da ihre Anliegen? Man muss sehen, dass im frühen 19. Jahrhundert in Deutschland Frauen noch kein Wahlrecht hatten. Und Edith Stein schließt sich als Studentin dem Verein für Frauenwahlrecht an, um dafür einzutreten, dass auch Frauen am Wahlrecht teilnehmen dürfen. Das ist der erste Schritt. Und später dann innerhalb ihrer wissenschaftlichen Laufbahn unternimmt sie insgesamt viermal den Versuch, zwischen 1919 und 1931 sich für die Professorenlaufbahn zu qualifizieren durch die sogenannte Habilitation, also den zuständigen Studienabschluss oder Abschluss der Forschungen durch ein weiteres Buch, was ihr aber verwehrt bleibt. Und das gibt verschiedene Gründe, die dazu führen, dass ihr das nicht gelingt. Einer ist zu dieser Zeit, dass Frauen in der akademischen Laufbahn noch nicht angenommen sind. Das ist staatlich reglementiert bis ausgeschlossen. Und Edith Stein versucht nun, über ihre eigene wissenschaftliche Qualifizierung hinaus auch politisch Einfluss zu nehmen, dass Frauen sich habilitieren dürfen. Das war sicherlich auch etwas, was Sie persönlich berührt hat. Aber wenn wir jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen, das war ja die Zeit des Ersten Weltkrieges und sie wurde auch durch eine andere Person sehr geprägt, nämlich durch ihren Lehrer, der dann im Ersten Weltkrieg fiel. Und wenn man so die Biografen durchblättert, die Biografien liest, dann stellt man fest, dass man für diese Zeit eine Lebenskrise
bei Edith Stein konstatiert. Wie hat sich das geäußert? Geäußert vor allen Dingen darin, dass sie also eine nervliche Krise hatte, dass sie, wir würden es vielleicht modern nennen, Depressionen hatte, aufgrund dessen, dass sie sich durch Mehrfachbelastung in eine regelrechte Krise hineingearbeitet hat. Und diese Überanstrengung mit Lazarettdienst, den sie aufnimmt, mit Studienabschluss und dem Beginn der Promotion nicht so meistert, wie sie es mit ihrem Willen erzwingen will und regelrecht in der Depression landet, die dann aber auch dazu führt, nachdem dieser genannte Lehrer, Adolf Reinach hieß der, im Krieg gefallen war, sich ganz neu existenzielle Fragen stellt zum Lebenssinn und auch, weil Reinach und andere ihrer Bekannten religiös waren, sie wieder ganz neu darauf bringt, Fragen nach der Religion zu stellen. Also das waren ganz wichtige Eckpunkte auf dem Glaubensweg von Edith Stein. Und dennoch spricht sie selber auf ihrem langen Weg zum Glauben, wie sie selber sagt, von einer Nacht der Nächte im Jahr 1921. Was ist damals geschehen? Sie hatte aus dem Bücherschrank dieses Ehepaars Reinach ein Buch geschenkt bekommen, die Lebensgeschichte, die Autobiografie der heiligen Teresa von Avila. Sie hat dieses Buch erstmal in den Koffer gelegt, ist zu anderen philosophischen Freunden gereist und hat da dann an einem Abend im Sommer 1921 Zeit gefunden, diese Autobiografie Teresas zu lesen und liest sich so fest, dass sie die ganze Nacht durchliest und das Buch schließt auf der letzten Seite und gesagt haben soll, das ist die Wahrheit, und den Entschluss gefasst haben soll, in dieser Nacht Christin zu werden, katholisch zu werden und Karmelitin zu werden. Alles in einem einzigen Akt der Lektüre und der Klarwerdung. Und das ist ja dann auch sehr schnell geschehen. Sie ist bereits ein Jahr später getauft worden und hat dann zunächst 9 Jahre als Lehrerin in Speyer gearbeitet, bis 1932, glaube ich. Was ist noch wichtig aus dieser Zeit bis vor die Machtergreifung der Nazis? Sie wäre ja selber gerne sofort ins Kloster gegangen. Ihr geistlicher Begleiter, den sie hatte oder dann in Speyer hatte, hat sie bekräftigt darin, erstmal im katholischen Leben Fuß zu fassen, berufstätig zu bleiben, ihre Kenntnisse und auch Begabungen für die Kirche in der Welt fruchtbar zu machen. Und das tut sie dann auch, indem sie bei katholischen Akademikerveranstaltungen Vorträge hält über kirchliche Themen, Frauenthemen. Da ist das Frauenthema dann auch wieder interessant aus christlicher Sicht. Und auch im Zusammenhang von Glaubensvermittlung. Das sind Vorträge, die sie im ganzen deutschen Sprachraum hält. Und was sie auch noch neben ihrer Schularbeit tut und neu zu tun versucht, in der akademischen Laufbahn wieder Fuß zu fassen. Sie schreibt also Bücher, die sie auf den Weg der Habilitation bringen sollen. Leider ohne Erfolg. Aber das alles tut sie in diesen Jahren, bis sie dann 1931 diese Lehrerstelle wieder aufgeben muss, um sich ganz der Wissenschaft auch widmen zu können und zu sagen, ich versuche es nochmal und brauche dazu die ganze Kraft und kann nicht noch nebenbei oder schon gar nicht hauptsächlich in der Schule sein. Das war kurz vor der Machtergreifung der Nazis. Wie hat sie diese Gefahr eigentlich eingeschätzt? Hat sie das kommen gesehen? Ja, sie ist regelrecht hellsichtig politisch, muss man sagen. Sie hatte also 1932 die Stelle am Institut für wissenschaftliche Pädagogik in Münster angenommen und konnte die nicht mal ein Jahr ausfüllen, weil dann unmittelbar oder wenige Monate nach der sogenannten Machtergreifung der Nationalsozialisten sie die Stelle als geborene Jüdin wieder aufgeben musste. Aber sie hat das in der Tat in ihrer Speyerer Zeit an der Schule schon kommen sehen. Und es ist überliefert, dass sie da zu einer Kollegin gesagt hat, wenn Hitler an die Macht kommt, dann gibt es wieder Krieg. Und sie hat sogar gesagt, wenn Hitler an die Macht kommt, gibt es erst eine Judenverfolgung und dann eine Kirchenverfolgung. Und bezeichnenderweise ist sie ja genau in dem Jahr in den Karmelitenorden eingetreten, als die Nazis die Macht ergriffen haben. Und dadurch wurde natürlich die
Lage für die Juden immer bedrängender. Welche Konsequenzen hatte das für das persönliche Leben von Edith Stein? Wie ging es weiter? Ja, zunächst ist sie also 1933 in den Karmel eingetreten. Dann aber konnte sie nach einigen Jahren auch da nicht unentdeckt und unbehelligt bleiben im Kölner Karmel, sondern sie ist gewissermaßen ins Exil gegangen, und zwar in ein Karmelitinnenkloster, das eine Tochtergründung des Kölner Karmels der Zeit des Kulturkampfes war, nämlich im Niederländischen, wo sie sich zunächst sicher glaubte und auch zur Entlastung der Kölner Schwestern, sodass sie also in dieses niederländische Kloster übergewechselt ist, wo sie aber, wie wir leider sagen müssen, auch nicht sicher war. Genau, sie wurde nämlich auch von dort deportiert und nach Auschwitz verbracht und kam am 9. August 1942 in Auschwitz ums Leben, wurde ermordet in der Gaskammer. Was weiß man über diese letzten Tage, über diese letzte Lebensphase von Edith Stein? Sie ist offenbar erstaunlich gelassen mit dieser ständigen Bedrohung umgegangen, hat das im Gebet getragen und auch sich sehr bewusst gemacht, dass ihr sowas passieren kann. Sie hatte selber schon an den Papst einen Brief geschrieben, in dem sie ihn gebeten hat, doch ein Hirtenwort gegen die Judenverfolgung zu verfassen und zu veranlassen, was er nicht getan hat, was ihm ja auch dann im Nachhinein zum Vorwurf gemacht wurde. Wenn man aber sieht, was der Auslöser für die Verhaftung Edith Steins war, dann denkt man vielleicht noch mal ein bisschen anders über diesen Vorgang. Denn die niederländischen Bischöfe haben einen Hirtenbrief gegen die Judenverfolgung verfasst. Und die nationalsozialistischen Besatzer haben das im Vorhinein schon gewusst, dass dieser Hirtenbrief geplant ist, und haben in erpresserischer Manier und Absicht die Bischöfe dazu bringen wollen, diesen Hirtenbrief nicht verlesen zu lassen. Andernfalls würden die katholisch getauften Juden verhaftet und deportiert. Die Bischöfe haben sich nicht erpressen lassen, und die Folge war, der Hirtenbrief wurde am 25. Juli verlesen, dass am 2. August, also sehr zeitnah, die Razzien waren, denen dann auch Edith Stein und ihre leibliche Schwester Rosa, die mit ihr im Kloster als Pfortenschwester gelebt hat, zum Opfer gefallen sind. Frau Dr. Ranf, gerade Intellektuelle tun sich ja heutzutage mit dem Glauben oder auch mit den Geboten an die Kirche schwer. Inwieweit kann die intellektuelle Edith Stein da heute eine Brückenbauerin in die Geisteswelt sein? Ich möchte da zum Ausgangspunkt zurückkommen, die Wahrheitsfrage. Die Wahrheitsfrage ist diejenige Frage, die jeden Menschen, der seinen Verstand benutzt, prägen sollte. Und wer Philosoph ist bzw. wissenschaftlich orientiert ist und denkt, sollte alle Scheuklappen ablegen und die Wahrheit da wahrnehmen wollen und wahrhaben wollen, wo sie auftritt oder wo sie auch nur auftreten kann, und sich nicht mit Scheuklappen gegen bestimmte weltanschauliche Positionen schon abdichten, die man nicht wahrhaben will, sondern mit Edith Stein, wie sie es uns in ihren vielen Wendungen des Lebens und der Weltanschauung klar macht, ja, die Wahrheit zulassen, da wo sie ist und nicht da, wo ich sie nicht haben und sehen will. Das können wir von ihr lernen. Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich danke auch. Liebe Zuschauer, das war Glaubenskompass. Ihnen daheim eine gesegnete Zeit und bis zum nächsten Mal. Die Reihe Glaubenskompass können Sie kostenlos online über unseren Shop bestellen. www.kirche-in-not.de/shop